So, dann würde ich sagen, wir starten. Herzlich willkommen an den Innovationstagen hier in Künzelsau. Und erstmal vielen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Eigentlich wären wir ein paar mehr. Ich glaube, wir haben unterwegs ein paar verloren. Umso schöner, dass Sie es zu uns geschafft haben. Was haben wir heute vor mit Ihnen? Wenn man die Überschrift anschaut, dann ist der erste Impuls, könnte ich mir vorstellen, was möchte jetzt ein einfacher C-Teile-Lieferant mit mir über meine Unternehmensstrategie sprechen? Was hat das miteinander zu tun? Ich glaube ganz viel, weil wenn man die letzten Jahre anschaut, bin ich der Meinung, haben wir alle die gleichen Herausforderungen. Oder gibt es jemand hier drin, der sagt, Digitalisierung ist kein Thema für unser Unternehmen, wir sind komplett durchdigitalisiert? Und ich meine jetzt nicht die Excel-Tabelle, sondern tatsächlich die Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, dass sie uns weiterhelfen. Das Thema Employer Branding, Mitarbeitergewinnung. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Wir haben im Moment 200 offene Stellen und sind auf der Suche nach Mitarbeitern und sind jeden Tag beschäftigt, die Arbeitsplätze attraktiv zu halten und so spannend zu gestalten, dass uns keine Mitarbeiter davonlaufen. Und das ist mitunter der wichtigste Part, wie können wir die Mitarbeiter, die wir haben, so einsetzen, dass sie wertschöpfend und produktiv arbeiten können. Nicht irgendwelche Excel-Tabellen befüllen, sondern tatsächlich die nicht wertschöpfende Arbeit zu automatisieren, um Freiräume zu schaffen, um sich um das zu kümmern, was am wichtigsten ist für uns, und zwar um Sie, um die Kunden. Und genau um das geht es heute hier bei uns. Mein Name ist Fabian Schwer, ich bin Leiter vom regionalen Key Account Management, und nachdem wir heute keinen Theorieunterricht hier machen wollen, sondern möglichst praxisnah berichten wollen, habe ich mir zwei Unterstützer mitgenommen. Einmal der Herr Wasner, Geschäftsführer der Firma Metallart, Treppenbauunternehmen, wobei Treppe eigentlich schon immer der richtige Begriff ist. Da geht es wirklich eher um Kunstwerke oder Schmuckstücke. Aber Sie werden nachher einen kleinen Eindruck bekommen. Und einmal Thomas Mück, der Leiter der Akademie. Ja, wie soll ich sagen? Derjenige, der Wissen innerhalb unseres Unternehmens transferiert, möglich macht, die Plattform dafür schafft, aber nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für unsere Tochterunternehmen und für jeden Einzelnen von Ihnen. Weil die Akademie steht unseren Kunden ja genauso zur Verfügung. Und dass wir schnell ins Doing reinkommen, würde ich sagen, höre ich an der Stelle auf. Und lieber Andreas, würde ich bitten, dass du ein bisschen was über Metallart erzählst. Ja, nochmal herzlich willkommen auch in meinem Namen. Ich bin Andreas Wasner, bin Geschäftsführer der Metallart Treppen GmbH, habe dort vor circa 12 Jahren angefangen als Mitarbeiter im Vertrieb. Dann war ich immer ein bisschen vorlaut, der Klassensprecher, habe die Vertriebsmarketingleitung übernommen. 2018 und 2021 hat man mich dann ja fast genötigt und aufgefordert, auch noch die Geschäftsführung zu übernehmen. Ich bin dort angetreten in einem kleinen Unternehmen mit ca. 110 Mitarbeitern, mit einer Fertigungstiefe von 90%. Wie Sie sehen, wir fertigen eigentlich nur kundenspezifische, maßgeschneiderte Treppen im Hochpreis- oder Premium-Segment. Uns gibt es seit über 100 Jahren. Wir haben angefangen als der Dorfschmied in Saalach und sind mittlerweile seit über 25 Jahren spezialisiert auf den Bereich Innentreppen. Und darin liegt auch die Herausforderung, neben denen, die der Fabian genannt hat, was Digitalisierung, Prozesse, Mitarbeitergewinnung etc. angeht, haben wir natürlich alle Covid hinter uns. Wir werden begleitet von der Ukraine-Krise. Und irgendwann habe ich auch, trotz meiner großen Vision, dass ich irgendwann mal wirklich ein Marktführer werden will, festgestellt, dass das ohne fremde Hilfe, trotz all den Features, die wir haben mit Spezialisierung und modernster Fertigungstechnologie, einfach ohne fremde Hilfe nicht geht. Und damit darf ich an den Thomas übergeben. Dankeschön. Ja, mein Name ist Thomas Mück, ich bin der Leiter der Akademiewirt, und wie Fabian Schwer es bereits sagte, wir sind ein mittelgroßer Bildungsanbieter in Deutschland. Wir sind vor 32 Jahren gestartet als internes Bildungsinstrument bei Wirt. Wirt ist über die Jahre gewachsen, so ist auch die Akademie gewachsen, und letztes Jahr haben wir knapp 26.000 Teilnehmende durch unsere Hallen geschleust. Und gut ein Drittel davon waren Sie, waren unsere Kunden, waren Ihre Mitarbeitenden. Von daher vielen Dank dafür. Darüber hinaus unterstützen wir das Handwerk im Sinne von
Meisterschulenprogramm. Und das ist eben halt auch die Frage, ja, was können wir noch tun, damit Sie als Unternehmer, damit Sie als Handwerker morgen noch erfolgreich sein können. Und so bin ich irgendwann zur Würth-Gruppe nämlich gekommen, weil ich komme gar nicht aus der Personalentwicklung. Ich bin auch kein Personalentwickler und ich komme auch nicht aus dem Handwerk. Ich komme aus dem Industrie- und Anlagenbau. Ich bin Ingenieur. Ich habe also so die klassische Automobilistenkarriere hinter mir mit Automobilzulieferindustrie etc. pp. Habe Lieferanten in Asien qualifiziert und irgendwann kam die Anfrage von Würth, ob ich nicht mal als Referent für ein Seminar mal zur Verfügung stehen könnte für dieses Thema, weil wir auch Industriekunden haben. Habe ich gemacht und später hatte ich einen Arbeitsvertrag in der Hand bei Würth. So, bin zur Akademie gekommen und dann haben Fabian Schwer und ich das Thema, was in der Industrie funktioniert, sollte doch vielleicht auch im Handwerk funktionieren, einfach mal gewälzt. Und haben uns da Gedanken zu gemacht und haben daraus ein Beratungsportfolio geschnürt. Weil, so haben wir beobachtet, Beratung ist für Sie, für euch ein Riesenrisiko. Berater gibt es im Preissegment von, ich sag mal, 600 Euro am Tag bis mehreren 1000 Euro am Tag, ja, zu allen möglichen unterschiedlichen Fachfragen. Und diese Berater sind oftmals freifliegende, einzelschaffende Künstler, ja, die irgendwann mal zu irgendeinem Thema ein Sendungsbewusstsein hatten und die sich jetzt bestmöglich verkaufen. Das heißt, Beratung an diesem Ende stellt ein Risiko für Sie dar. Weil wenn Sie an den falschen Berater geraten, dann kostet es Geld und bringt aber keine Leistung. Ich glaube, das ist euch auch passiert. Ja, und ich möchte in dem Moment auch nicht schlecht über Berater sprechen. Wir haben dann selber zum Thema Arbeitgeberattraktivität eine kleine Agentur aus der Region engagiert. Halbtagespreis, 2.500 Euro. Wir wollten einfach als Arbeitgeber attraktiver werden und haben Folien, PowerPoint-Schlachten hinter uns gebracht und am Ende wussten wir immer noch nicht, was in den Obstkorb soll. Mhm. Und wir haben eben, um sowas vorzubauen, knapp 4.000 Berater mittlerweile bewertet, gesehen, ja, in irgendeiner Form interviewt und haben mittlerweile ein Portfolio von rund 800 Beratern, die alle sehr mittelstandskonform zu sämtlichen Sach- und Fachfragen beraten können. So, soweit die Theorie. Ich war der Meinung, ich habe ein tolles Produkt, damit komme ich jetzt an den Markt. 2019 waren unsere letzten Innovationstage, einige von Ihnen waren vielleicht da. Draußen gab es eine Containerlandschaft und da waren die Trainingsräume drin, weil dieses schöne Gebäude stand damals noch nicht. Und ich war also voll motiviert und habe gesagt, so, und jetzt erzähle ich der Welt, wie das Thema Prozessoptimierung im Handwerk funktioniert. Das ist passiert. 3 Tage lang habe ich mir die Beine in den Bauch gestanden, es kam kein einzelner Mensch. Das Thema war einfach zu gut. Nein, es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Es gibt ja manchmal tolle Ideen und den falschen Zeitpunkt. Ja? Wenn wir aber jetzt mal ehrlich sind, was war 2019 für eine Situation? Wir hatten noch kein Covid, wir hatten keinen Krieg in der Ukraine, die Auftragsbücher waren voll. Wir haben eigentlich relativ gut auch noch Personal bekommen, vor allen Dingen aus dem Ostblock oder dem billigeren europäischen Ausland. Ja? Das Geld war günstig, die Zinsen waren nieder, war eigentlich für Unternehmer sensationelle Situation. Und dann hat sich mit diesem 15. März damals die Welt einmal komplett gewandelt. Ja? Und alles kam mal kurz temporär auf Stopp. Das ist Fakt. Ja? So. Daher, wie reagiert man auf so eine Krise, die eigentlich ja keine Krise ist, weil es ging im Bauhandwerk weiter. Aber trotzdem ist es eine Krise. Naja, was macht dann Covid und so eine Krise, so eine Disruption mit uns? Die Gesellschaft verändert sich. Und das, was sich in der Gesellschaft verändert hat, hat zu einem Status geführt, der sich nie wieder verändern wird. Ja, also es ist so dieses Stockholm-Syndrom. Nach 21 Tagen stellt sich ein Status ein, der akzeptiert ist und der so weiter Fortbestand hat. Ja, also wir haben heute mehr denn je die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Ja, aus einer Work-Life-Balance wurde eine Life-Work-Balance, erst Leben, dann Arbeiten. Gut, hier im Schwabenland haben wir die Work-Work-Balance, ja, also schaffe, schaffe, schaffe. Aber am Ende des Tages sind wir an einem Punkt, wo wir merken, und Würth hat 90.000 Mitarbeitende, dass unwahrscheinlich viele Männer Teilzeitanträge reinreichen, weil sie sagen, ich möchte nur noch 3 Tage, 4 Tage die Woche arbeiten. Und das hat nicht zwingend was mit Kindern zu tun. Das hat was mit Freizeitwert, mit Lebensqualität zu tun. Hobbys nachgehen, mit dem Hund spazieren, whatever. Im Umkehrschluss und auch durch die Diversity-Debatte angeschoben, haben wir viele Frauen, die in irgendeiner Form trotz Mutterdasein versuchen, im Job mehr Zeit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das ist auch gut so. Diese gesellschaftliche Veränderung trägt dazu bei, dass wir den Fachkräftemangel, den vermeintlichen, ein Stück weit abfedern.
Dann haben wir die digitalen Nomaden. Vor Covid waren das Reiseblogger, Fashionblogger und das war's. Ja. Zum Arbeiten ging man ins Büro. Ja, durch die ganzen Lockdown-Situationen gibt es ganz viele indirekte Funktionen. Es ist heute egal, wo die sitzen. Und damit meine ich nicht auslagern nach Indien oder irgend sowas in ein Callcenter, sondern wenn ich heute eine Buchhaltung habe, das ist egal, ob die für Künzelsau in Aachen sitzt, ja, oder unten in Passau, die digitalen Anbindungen, die Kommunikationswege, die sind akzeptiert. Es ist nicht mehr die Frage, hast du Skype? Nee, wir haben Skype, wir haben Teams, wir haben Zoom, wir haben alles und wir können das auch alles. Und wenn es mal nicht pünktlich geht, ja, 5 Minuten hoch und runter, bis alle Headsets funktionieren oder so, alles akzeptiert. Also es hat sich hier was entwickelt, es hat sich hier was verschoben, das sich nicht mehr umkehren lässt. So, nach wie vor, Blick aufs Handwerk, wir haben ja ein Problem. Nehmen wir die Politik. Das war der politische Aschermittwoch der CSU dieses Jahr und Kollege Schröder stand da vorne, Söder stand da vorne und war der Meinung, das Handwerk hat ein Problem. Also Politik hat das auch erkannt. Ist ja schön. Akademische Bildung in Deutschland ist ja schon seit Jahrzehnten kostenfrei, wenn Sie studieren. Es sei denn, Sie gehen an eine Privatuni, aber an einer normalen staatlichen Universität ist das Studium kostenfrei. Aber die meiste Ausbildung kostet Geld. Das geht nicht. War sein Statement. Kommt Master und Meister gleichstellen. Die Meisterausbildung muss kostenfrei sein. Das hat er im Februar gesagt. Im März war die Zukunft Handwerk in München, eine Leitmesse, die dem Handwerk so ein bisschen den Weg ebnen sollte, organisiert vom Zentralverband des Handwerks, vom ZDH. Da wurde das Ganze nochmal propagiert, da war das auch Leitthema. Und jetzt sind wir heute Mitte, Ende Mai. Was ist passiert bis hierhin? Haben Sie irgendwas gehört? Nö, ne? Nix. Haben Sie aber davon gehört, dass Sie bereits seit 10 Jahren bei Wirth als Meisterschüler kostenfrei trainieren können? Wir haben 600 Trainings im Angebot, ob Rhetorik, ob Excel, ob Führungskräfteentwicklung, ist egal. Es geht nicht um Produkttrainings. Sie können, wenn Sie zugelassen sind als Meisterschüler, kostenfrei bei uns trainieren. Das machen 4.000 Menschen im Jahr bei uns. Aber ich wette, die meisten von Ihnen hier im Raum wissen das nicht. Ja? Die Frage ist natürlich, wo hänge ich jetzt dieses Werbeschild auf? Weil ich meine, unser Wirth-Vertriebler, der zu Ihnen kommt, der hat so viele Sonderangebote im Kopf, dass er das auch noch mitbewirbt. Das wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Die Lösung? Handwerkskammern, Innungen, Zentralverbände. Ja, und wissen Sie, was den Zentralverbänden einfällt? Das hier. Das ist die Werbung des ZDH aus dem letzten Jahr. Die hing überlebensgroß an Bahnhöfen, an Bushaltestellen. Und die benennt vielleicht ein Problem, aber eine Lösung bietet es nicht an. Ganz im Gegenteil. Ich als Akademiker, als Studierter, ich fühle mich dabei sogar provoziert. Und mit Kinderköpfen zu werben, wenn es nichts zur Sache tut, finde ich persönlich auch einen ziemlich schlechten Move. Meine Marketingabteilung hat gesagt, ja Thomas, reg dich nicht so auf. Es hat dich ja provoziert, es hat dich ja zu einer Reaktion motiviert. Aber eine Lösung bietet es trotzdem nicht an. No? Also, die Politik richtet es nicht, die Gesellschaft hat sich verändert und die Verbände sind auch keine Hilfe. Was können wir da an der Stelle tun? Und an der Stelle halte ich es ein bisschen wie Sir Ken Robinson. Fabian Schwer und ich, wir hatten 2019 die Chance, ihn reden zu hören. Er ist leider mittlerweile verstorben. Er war Forscher und Pädagoge und hat sich vor allen Dingen mit Bildungssystemen auseinandergesetzt. Und allen voran mit dem englischen Bildungssystem, weil das ein ziemliches antiquiertes Bildungssystem ist und wenig Leistungen erbringt. Und er hat ganz klar an diesem Kongress, auf dem wir ihn gehört haben, 3 Dinge in den Raum gestellt, die bis heute für mich von absoluter Brisanz sind. Er sagt zum einen, wir müssen anders über Ressourcen nachdenken. Das, was ich eben alles beschrieben habe, ist ja Realität. Wir können es nicht ändern. Ja, wir können uns darüber beschweren, aber wir müssen es akzeptieren und wir müssen überlegen, wie gehen wir damit um. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt hier in dem Kontext? Prozessautomation, Prozessoptimierung, da geht es eben darum, Ressourcen in irgendeiner Form bestmöglich zum Einsatz zu bringen, weil ich eben keine Ressourcen mehr verschwenden kann. Sie wollen ja profitabel arbeiten. Das heißt, Sie müssen in derselben verfügbar zur Verfügung stehenden Arbeitszeit müssen Sie in der Lage sein, die gleiche oder sogar mehr Einheiten zu produzieren. Das heißt, die Ressourcen müssen Sie ganz detailliert sich transparent vor Augen führen. Technologie und Demografie, auch das ist so eine Diskussion. Ja, wir haben ja oftmals im Handwerk so diese Beratungsrenitenz zu sagen, oh, das mache ich nicht, ich habe das schon immer so gemacht. Ja, so. Und ob Sie ChatGPT mögen oder nicht, es ist halt da. Also nutzen Sie doch die künstliche Intelligenz. Und es muss nicht immer künstliche Intelligenz sein. Bei euch war es die Exoskelette, die zur Diskussion geführt haben. Ja, und das sind natürlich Sachen,
Wir waren total begeistert, haben es den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Die haben es sich angeschaut und gesagt, können wir nicht brauchen. Jetzt kommen wir wieder auf Prozesse und Wertschöpfung. Und derjenige, der die Arbeit macht, der muss sie richtig machen. Also wir haben die Prozesse angepasst, damit dann auch dieses Tool Exoskelett genutzt werden kann. Um aufzulösen, Exoskelett eignet sich wunderbar zum Schweißen für lineare Bewegung. Wenn derjenige aber sich im dreidimensionalen Raum bewegt, wird es schwierig. Ja, das heißt, Prozessumstellung heißt hier, baue den Prozess so um, dass nur noch linear geschweißt wird. Ja, und schon funktioniert das Ganze. Ist natürlich bei diesen geschwungenen Wendeltreppen, die Sie da eben gesehen haben, ist lineares Schweißen eine Herausforderung. Aber dann ist die Führung gefordert. So, und last but not least, wir müssen eine Verbindung zwischen den Ressourcen und eben dieser Herausforderung bringen. Und das ist Führungsaufgabe, sich das also bewusst zu machen, das transparent zu machen und dann dort an der Stelle mit dem Thema voranzugehen und zu sagen, okay, wie kann ich das handeln? Aus der Opferrolle raus hin zum Doing. Und ich glaube, das ist unser Angebot an Sie an der Stelle, wie wir damit umgehen können. Weil am Ende des Tages sind wir in der Situation, natürlich haben wir einen überhöhten Fachkräftebedarf, weil wir auch ein Stück weit in den alten Bahnen denken. Ja? Aber wenn wir in neuen Bahnen denken und sagen, okay, was sind wertschöpfende Tätigkeiten und was sind nicht wertschöpfende Tätigkeiten? Wenn ich das anfange zu differenzieren, dann komme ich an einen Punkt, wo vielleicht die zur Verfügung stehenden Ressourcen doch ausreichen. Und schon habe ich dieses emotional geladene Thema des Fachkräftemangels vielleicht nicht mehr oder nicht mehr in der Höhe, wie ich vermute, dass es da ist. Ja, dazu kann ich letztendlich sagen, mit Hilfe auch von der Akademie und von vielen Gesprächen haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass unser Schweißer hochbezahlt, hochqualifiziert, Execution 3 zertifiziert, nachdem er Treppenbauteile montiert hat, dann angefangen hat, mit der 2K-Spachtelmasse die Stöße zu bearbeiten, zu schleifen, zu spachteln. Das kann es eigentlich nicht sein. Der sollte dann, und so haben wir es dann auch umgesetzt, zum nächsten Bauteil gehen und dort schweißen, weil er fürs Schweißen bezahlt wird. Und wir haben einen Malertrupp hinterhergeschickt, der die Stöße spachtelt. Also wir haben die Ressourcen auch richtig eingesetzt. Jetzt haben wir ganz viel über Theorie gehört. Jetzt wollen wir so ein bisschen in die Praxis einsteigen. Wie ist das Projekt gestartet? Und ich habe vorher gesagt, es ist komisch, wenn ein C-Teile-Lieferant sagt, ich will Bestandteil deiner Unternehmensstrategie sein oder zumindest vielleicht die ein oder andere Unterstützung bieten, den kleinen Helferlein zur Verfügung zu stellen, um meine Unternehmensziele zu erreichen. Bei der Firma Metallart ist das Ganze im November 2021 gestartet mit einem, ja, strategischen Gespräch. Wir haben uns nicht über Produkte unterhalten oder wie wir jetzt, naja, einen neuen Handschuh implementieren können, sondern es ging wirklich darum, wo wollt ihr in der Zukunft hin? Was ist eure Vision? Was ist eure Ausrichtung? Und was viel wichtiger ist, wo sind die größten Schmerzpunkte im Moment? Und wir haben jetzt nicht irgendwelche Fotos rausgesucht, sondern tatsächlich die Fotos, die wir gemeinsam gemacht haben, als wir die Betriebsbegehung gemacht haben. Und da war es ganz wichtig, dass nicht nur wir, also der Geschäftsführer und wir Wirtler gemeinsam durch das Unternehmen laufen, sondern es war ein Team von den Menschen, die es nachher tatsächlich betrifft, die das Ganze auch umsetzen müssen. Und ja, manchmal ist es hart, für uns selber übrigens genau dasselbe. Auch wir haben unheimlich viele Lücken. Als wir vor 4 Jahren unsere Key Account Manager ausgebildet haben, in Richtung Lean Management, wo muss ich hinschauen, wo gibt es Verschwendung, woran kann ich das erkennen, kann ich unheimlich viel Theorie machen, aber nur in der Praxis werde ich tatsächlich lernen, was da passiert. Und wenn Sie jetzt darüber schauen, über die Straße, dann sehen Sie im Grunde die Geschichte von Wirt gerade in der Logistik. Also von, wie soll ich sagen, topmodern, alles automatisiert und es funktioniert wunderbar im Prozess bis hin zu, da passiert noch ganz viel händisch, weil es einfach schon viele, viele Jahre alt ist. Und ich darf es eigentlich gar nicht laut sagen, aber natürlich, als wir gemeinsam den Rundgang gemacht haben, haben wir auch da unheimlich viel gefunden, wo noch nicht so funktioniert. Auch Arbeitssicherheit, wo vielleicht nicht so eingesetzt oder zur Verfügung steht, wie das eigentlich sein sollte. Und ich glaube, manchmal ist es wichtig, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, weil jeder von uns kennt das. Irgendwann wird man ein Stück weit betriebsblind. Und ich glaube, in unserem Rundgang haben Sie so ein kleines Aha-Erlebnis gehabt. Ja, wir haben viele, viele Fotos gemacht, haben uns ja nach diesem Rundgang wieder zusammengesetzt, haben die Fotos alle angeguckt, haben die sehr sachlich kommentiert und haben uns auch vielleicht so ein bisschen gerechtfertigt, ja, aus dem berechtigten Schamgefühl heraus. Und da gab es ein Foto, eine Einwegpalette, kleine Kiste drauf, stand da an der Ecke.
Wir haben dann alle uns gefragt, was ist da drin? Und die Mitarbeiter konnten es auch nicht sagen, bis wir die Kiste aufgemacht haben. War ein Lieferschein von 2009 drin. Der Rundgang war 2021. Das sind dann die Aha-Effekte. Es hat jahrelang keinen interessiert, was da in der Kiste ist. War natürlich alles abgelaufen. Ja. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, dass es kein Marathon. Also das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Da kann ich nicht von heute auf morgen hin, sondern wirklich ein Weg der kleinen Schritte. Und nur um darauf zurückzukommen, dieses Bild hier, das wurde alles entsorgt. Das waren alles chemisch-technische Produkte, die schon Jahre abgelaufen waren und irgendwo gelagert haben in diesem Unternehmen. Das heißt, wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht und haben einfach mal geschaut, wo sind tatsächlich, wo ist Handlungsbedarf. Und wenn man jetzt drüber schaut, ich glaube, hierzu muss ich nicht viel sagen, chemisch-technische Produkte, das Ladegerät mit dabei, direkt neben der Verdünnung, das ist sehr spannend, würde ich mal sagen. Das Thema Hebewerkzeuge, ja, im Schwäbischen sagt man, das sieht doch noch gut aus, das geht doch noch. Wenn man sich überlegt, dass hier eine tonnenschwere Treppe dran hängt und das Ding noch nie geprüft wurde und schon Jahre alt ist, dann wird es tatsächlich kritisch. Hier hat der Mitarbeiter einen schönen Kommentar dazu gegeben. Ja, er hat gesagt, wir sollen uns nicht so anstellen, ist wenigstens nichts drin, was abgelaufen ist. Und zu guter Letzt das Thema Prüfungen. Jetzt ist das ja alles, kann man sagen, ja, das kennen wir, das hat man überall so ein bisschen. Das Ganze hat sich erst dann so wirklich zugespitzt, als die Firma Metallart in der Schweiz eine wunderschöne Treppe einbauen wollte und auf der Baustelle war mit nicht geprüften Leitern, nicht geprüften Maschinen und der Fallschutz auch nicht geprüft. Das heißt, alles wieder zusammenpacken, abrücken, was das Geld kostet, da sind wir uns einig. Jetzt ist es ja nicht so, dass das ein Unternehmen, dass wir das machen, weil wir keinen Spaß dran haben oder keine Lust drauf haben, sondern wenn wir hunderte von Aufgaben haben und die in keinster Weise wertschöpfend sind, die wir hier haben. Das heißt, aus diesem ganzen Rundgang, aus den Diskussionen ist im Grunde eine Konzeptmap entstanden, wo wir verschiedenste Aspekte mit reinfallen haben lassen. Man muss dazu sagen, das erste Thema, was einfach in dem Moment das wichtigste Thema war, war das Thema Arbeitssicherheit, wo wir uns darum gekümmert haben. Und ich habe vorher gesagt, der Weg der kleinen Schritte. Man muss es sukzessive machen, das geht nicht auf einmal. Das heißt, wir sind gestartet mit dem Thema Arbeitssicherheit und jeden einzelnen Part quasi unter der Betrachtung, wir wollen digitalisieren, wir wollen automatisieren, wir wollen die Ware zum Mensch bekommen und nicht den Mensch zur Ware. Keiner mehr suchen. Wir hatten, als wir gestartet sind, wie viele verschiedene Paar Handschuhe? 47 waren gelistet in unserem ERP-System. Und wie viele haben wir heute noch? 4. Das heißt, der Mitarbeiter, der unheimlich gern den pinkfarbenen Handschuh hatte, weil er einfach toll aussieht, hat jetzt den Handschuh, den er tatsächlich an seinem Arbeitsplatz auch anwenden muss, damit der Handschuh das bringen kann, was er auch tatsächlich bringen soll an der Stelle. Wenn Sie das Thema Betriebsmittelverwaltung nehmen, wir haben alle Produkte inventarisiert, egal ob es die Hebewerkzeuge sind, ob es die Maschinen sind. Im Normalfall, wenn wir so eine Begehung machen, kommen wir immer ein Drittel der Maschinen, die sind tatsächlich geprüft, zwei Drittel nicht. Obwohl der Meister, der uns viel Geld kostet, an der Excel-Tabelle die Maschinen eigentlich erfasst und verantwortlich ist, damit die Maschinen geprüft werden, ist doch so, dass zwei Drittel der Maschinen unterwegs sind, weil keiner so genau weiß, wo gehören die hin, geschweige denn, wo kommen die her. Hier jetzt jemand hinzusetzen und zu sagen, erfasst das alles, ist in keinster Weise wertschöpfend. Hier einfach mal ein kleiner Überblick. Wie gesagt, auf alle Punkte können wir nicht eingehen, da reicht uns die Zeit nicht. Ich möchte nur ganz kurz den Überblick geben, was haben wir getan. Jetzt war es ja nicht so, dass die Firma Metallart nichts gemacht hat im Bereich Arbeitssicherheit. Wir haben eine eigene Arbeitssicherheitsfachkraft gehabt, die auch gut Geld verdient hat. Ja. Das heißt, das Erste, was wir gemeinsam getan haben über die Akademie, eine externe Sicherheitsfachkraft installiert, die mit uns gemeinsam dieses Thema angeht und für Rechtskonformität endlich gesorgt hat. Ja? Wir haben natürlich die Mitarbeiter geschult, weil eines funktioniert nicht. Wir werden mit Sicherheit nichts verändern nach Anweisung, sondern die Menschen müssen sensibilisiert werden und müssen geschult werden darauf. Ja? Der nächste Schritt war ganz einfache Lösungen, Einführung von Safety Points, dass die Menschen auch tatsächlich an die Produkte rankommen, die sie auch dementsprechend brauchen. Und ganz verrückt, mittlerweile ist sogar in der Augendusche die Flüssigkeit drin, die wir brauchen, die war vorher halt auch nicht drin an der Stelle.
Implementierung der Betriebsmittelverwaltung. Wir haben alle Produkte erfasst, haben sie mit einem QR-Code versehen und jetzt sind sie gepflegt. Das heißt, ich werde automatisiert daran erinnert, wann muss die Maschine wieder zur Prüfung. Die wird automatisiert abgeholt und es muss sich keiner mehr drum kümmern. Genauso mit hat halt auch Effekte dann und das ist eben dieses Ganzheitliche auf Inventur und auf verschiedene andere Sachen gehabt. Ja. Es ist unwahrscheinlich, wie komplex das Thema das wird und wie einfach es man lösen kann. Ja. Und genau das ist im Grunde das Ziel. Wie schaffen wir es mit einfachen Mitteln, Dinge so zu automatisieren, dass wir keine Menschen mehr brauchen, die sich drum kümmern, sondern die können sich wieder um den Treppenbau kümmern. Das ist nämlich ihr Job. Entsorgung von Gefahrstoffen habe ich vorher schon angesprochen und der Aufbau vom Gefahrstoffkataster. Wenn man sich überlegt, wo wir gestartet sind, waren es genau 8 chemisch-technische Produkte, die da gepflegt waren. Jetzt sind es über 180, die tatsächlich da waren und einfach nirgends zu finden waren. Und um das Ganze zusammenfassen, Thomas, würde ich dir es nochmal übergeben. Vielen Dank. Also auch an der Stelle muss man ganz ehrlich sagen, ich habe es ja eingangs schon gesagt, es geht nicht darum, Ihnen Beratung zu verkaufen, sondern es geht darum, im Endeffekt ein System zu installieren, das ein Unternehmen eigenständig mit eigenen Standards, mit einem System zur Selbstkontrolle in der Lage ist, vom Mindset und vom Wissen her diese Dinge umzusetzen. Ja, es bringt also nichts, wenn Sie sich von externen Fachkräften stets und stetig da abhängig machen, sondern es muss eben auch durch Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden eine Situation gelingen, die im Endeffekt ein Selbstverständnis für dieses Thema installiert. Ja, das Selbstverständnis ist eben auch bei uns gewesen, dass die Mitarbeiter eben nicht auf Anweisungen mehr handeln, sondern tatsächlich sich selber auch ein Stück weit steuern und kontrollieren. Und bisher bin ich einfach mit dem einen oder anderen Kunden durch die Produktion marschiert. Das hat keinen interessiert. Und jetzt sagen sie, nee, stopp hier, du kommst da nicht rein ohne Sicherheitsschuhe, Helm und Warnweste. Und dann komme ich da auch nicht rein. Und das zeigt ganz deutlich, wenn Sie Erfolg mit Prozessoptimierung haben möchten, weil das war auch wieder eine Frage, die immer wiederkehrend war über die letzten Tage, wie kann das gelingen? Ja, es braucht Führung von vorne, es braucht Vision, es braucht Vorleben, aber es braucht vor allen Dingen Konsequenz. Nicht Konsequenzen, aber konsequentes Handeln. Ja, wenn Sie an der Stelle nicht hergehen und wenn Sie das immer wieder tolerieren, dass man in alte Geflogenheiten zurückfällt, in alte Muster zurückfällt, dann wird sich nicht nach vorne bewegen. Sie sehen drüben in der Halle die tollen Spenderautomaten, die ausgefrästen Tablare. Wenn jemand das Werkzeug nicht zurückbringt, dann können Sie dann noch 5 ausgefräste Tablare hinlegen. Ja, aber das ist ein Mindset-Thema. Das lässt sich jetzt hier alles sehr einfach erzählen, aber im Endeffekt müssen Sie jedem einzelnen Mitarbeitenden in den Kopf reinkrabbeln und dort diesen Change, diese Bewegung zu was Neuem hin initiieren. Und das ist nicht nur in der Fertigung so, das ist nicht nur auf der Baustelle so, das ist auch in den indirekten Bereichen so. Einkauf, Controlling, Personalabteilung, alle können ihren Teil dazu beitragen. Ja. Und das Wichtigste neben der Konsequenz ist eben, und den ziehe ich mir als der Vorreiter von allen, den ganz dicken Schuh an, ich muss es vorleben. Ich muss es wirklich vorleben. Das heißt, wenn ich jetzt in der Produktion durchgehe und ich sehe, was rumliegen, dann muss ich es auch in die Hand nehmen und aufräumen und mit hinfassen. Weil nur so, wenn ich es vorlebe als Führungskraft, nimmt es der Mitarbeiter auch an. Ja, bevor wir in die Fragerunde gehen, und ich bin sicher, Sie haben jeder von sich eine Frage oder ein Beispiel, über das wir gerne diskutieren können, möchten natürlich auch mit Ihnen, aber mit Blick auch auf die Zeit, wenn Sie eine Anschlussveranstaltung haben, dürfen Sie auch gerne jederzeit den Raum verlassen. Seien Sie so nett, geben Sie uns Feedback, damit wir auch morgen bzw. nächstes Jahr wiederkommen dürfen. Ja, wäre es ganz gut, wenn Sie im App uns raten ein Stück weit, egal ob 2, 3, 4 oder 5 Sterne, seien Sie ehrlich, geben Sie uns auch in der Langtextbox eventuell ein Feedback, wenn das geht, weil damit können wir auch solche Beiträge für Sie weiter verbessern. Das wäre das eine. Wie gesagt, das andere wäre jetzt eine offene Fragerunde, in die wir gerne übergehen. Und sollten Sie keine weiteren Fragen haben, bedanke ich mich für Ihr Kommen, dass Sie uns gewogen waren heute hier. Ich hoffe, es war ein interessanter, spannender Tag für Sie. Ich hoffe, Sie hatten genug zu essen. Ich habe gehört, an der einen oder anderen Stelle gab es ein bisschen zu wenig. Wünsche Ihnen, wenn es dann soweit ist, eine gute Heimfahrt und vor allen Dingen ein schönes und erholsames Wochenende. Und natürlich sind Sie alle eingeladen. Sie können uns gerne besuchen kommen und zu gucken, was bei uns alles passiert. Es ist immer noch nicht alles perfekt, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir können gerne auch mal sprechen, wie wir was tatsächlich in die Köpfe der Mitarbeiter reingekriegt haben. Wirklich aus dem Alltag sind sehr herzlich eingeladen. Ja, vielen Dank, Andreas, vielen Dank, Fabian.
Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Nee. Flächendeckende Begeisterung. Wunderbar. Wenn keine Fragen sind, gehen wir davon aus, wir haben so gut erklärt, dass man alles verstehen konnte. Und dann würden wir sagen, wünschen wir Ihnen noch viel Spaß, eine gute Heimreise, wenn es soweit ist. Und ja, schön, dass Sie hier waren. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.